Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Eddie Kuhn und heute möchte ich Ihnen berichten über ein Thema, was mir sehr nah am Herzen liegt, das Crowd-Based Requirement Engineering. Und insbesondere, wie das Ihnen dabei helfen kann, Ihr Produktmanagement zu optimieren. Zunächst zu meiner Person. Als Themenverantwortlicher für das Thema Crowd-Based Requirement Engineering erarbeite ich mit meinem Team dieses Thema. Darüber hinaus mache ich auch Beratung von Industriefirmen, mache ich auch Forschung und leite selbstverständlich Projekte und führe Studien durch. Zuletzt habe ich noch für das BMBF eine Studie durchgeführt, um sie zu beraten, wie man Daten für Landwirtinnen und Landwirte von staatlicher Seite zur Verfügung stellen kann. Vom Hintergrund her bin ich Ingenieurspsychologe. Das erklärt auch die Schnittstelle zwischen Mensch einerseits und Maschine andererseits und deswegen auch das Requirements Engineering, wo ich aktiv bin. Und darüber hinaus strebe ich auch eine Promotion an. Dann zu dem Institut, wo ich arbeite, das Fraunhofer-Institut für experimentelle Software Engineering. Das wurde in diesem Jahr genau vor 25 Jahren her gegründet von Professor Dr. Dieter Rombach. Der ist hier auf dem Bild hinter mir ganz links. Gut, als Thema, die ich heute verfolgen will, ist der Startpunkt auch diese sogenannte Digitalisierung. Das verändert nämlich natürlich unsere ganze Gesellschaft. Die Prozesse werden anders, die Geschäftsmodelle von den Firmen werden anders. Und das hat natürlich auch Herausforderungen, dass es mit sich bringt. Es ist schwieriger, um da auch mitzuhalten. Man muss das auch konkret entwerfen. Aber es hat auch unglaubliche Vorteile. Und eins davon ist, dass man auf einmal Zugriff hat zu unglaublich vielen Daten von seinem eigenen Produkt, über seinem eigenen Produkt und auch über Konkurrenzprodukte. Die Daten werden geboten durch die sogenannte Crowd. Die Crowd ist, was wir nennen, die Gruppe von Menschen, die zusammen etwas mit irgendeinem Produkt oder einer Dienstleistung zu tun haben. Und Sie kennen wahrscheinlich einige Begriffe in diesem Bereich, zum Beispiel das Crowdfunding. Traditionell kennen wir das als einen Ansatz, um Geld zu sammeln für einen guten Zweck oder eben auch, wenn man ein gutes Geschäftsidee hat, um dafür das Startkapital zu sammeln. Wir haben zum Beispiel aber auch vor einigen Wochen gesehen, dass wenn Personen sich zusammentun, sie auch bei GameStop der Marktwert steigern konnten und damit den ganzen finanziellen Markt sehr groß überraschen konnten. Das zeigt einfach, wie kräftig diese Crowd agieren kann, wenn man sich zusammentut. Das Crowdsourcing im klassischen Sinne haben Sie wahrscheinlich auch schon von gehört oder vielleicht sogar selbst eingesetzt. Mit Crowdsourcing können Sie gewisse Geschäftsprozesse oder gewisse Aktivitäten auslagern, entweder an einen unerfahrenen Crowd von ganz vielen Crowdworkers oder eben auch an Experten. So gibt es zum Beispiel für Software Engineering das Testen, was man an professionelle Entwickler auslagern kann und dann nennt man das Crowdtesten. Die untere Schiene, die ich Ihnen aber heute zeigen möchte, ist, dass auch die Crowd gewisse textuelle Daten zeigt. Das sind die Aspekte, die Sie links unten sehen. Oder auch Nutzungsdaten, die Sie sammeln können. Diese beiden Sachen werden oft auch als Crowdsourcing genannt und das ist auch kein Problem. Einfach mal, dass klar ist, wir reden hier in der Regel nicht von Aktivitäten auslagern an die Crowd, sondern die Crowd hat bereits gewisse Daten bereitgestellt oder sie sammeln aktiv diese Daten und diese können sie auswerten. Das ist eigentlich das Grundprinzip, worauf mein Vortrag sich heute basiert. Gut, über wie viele Daten reden wir denn? Sie sehen aus dieser Grafik, im Jahr 2019 wurden pro Minute über 500.000 Tweets geschrieben. Natürlich sind nicht jede Tweet für uns interessant, aber Studien haben ergeben, dass wenn Sie zu Ihrem Kanal, zu Ihrem Produkt die Tweets sammeln, dass ungefähr 20% aus Sicht des Requirements Engineering relevant ist. Ebenso Apps, Sie sehen, pro Minute werden 400.000 Apps heruntergeladen und natürlich auch hier wird nicht jeder eine Bewertung schreiben, aber wir wissen, dass 1 in 50.000 Downloads führt zu einer Bewertung und dementsprechend werden mindestens 8 Bewertungen pro Minute dann geliefert. Und auch eine andere, die ich Ihnen zeigen möchte, im Jahr 2019 wurden zum Beispiel pro Minute 10.000 Uber-Fahrten gebucht und Sie sagen vielleicht, ja, was hat das damit zu tun? Diese Personen, die diese Fahrten gemacht haben, haben Erfahrung nicht nur mit der App, die sie verwenden, sondern auch mit der Dienstleistung, die von Uber geboten wird. Deswegen können wir aus diesen Daten nicht nur Informationen sammeln über irgendein Produkt, sondern auch um die Service, die damit verbunden ist.
Jetzt sagen Sie vielleicht, warum teile ich mit Ihnen Daten aus 2019, obwohl wir mittlerweile auch die Daten von 2020 bestimmt vorliegen haben. Das ist auch so, aber wie Sie auch wissen, letztes Jahr war die Welt etwas anders und werden wahrscheinlich die Anzahl Uber-Fahrten etwas geringer gewesen sein. Und deswegen habe ich Ihnen aber für die Zahlen von letztem Jahr einfach mal zwei Zahlen mitgebracht, und zwar, dass knapp $4,000 an Apps ausgegeben wurde im letzten Jahr, was auch einfach zeigt, dass auch da sehr viel Geld mit rumkommt und dass in der internationale Markt über das Internet über $1 Million pro Minute ausgegeben wird, was man kauft. Und was darin wichtig ist, ist, das sind auch wieder Erfahrungen über, wie ist der Kauf gelaufen, wie war das Produkt, was ich gekauft habe und auch, wie war das Fulfillment. Also aus Sicht von Business Intelligence ganz, ganz wichtige Daten, die uns einfach zur Verfügung stehen. Was machen wir denn damit? Weil hier haben wir jetzt Daten von Kunden, wo die ihre eigene persönliche Erfahrungen mitgeteilt haben. Und zum Teil können sie sogar sagen, wenn die Kunden ein Produkt länger benutzt haben, zum Beispiel, ich habe jetzt 3 Jahre eine gewisse App benutzt, kann man mich schon als eine Art Experte von dieser App betrachten und wird meine Sicht auf diese App wahrscheinlich schon sehr gut basiert sein auf meine Erfahrungen. Diese Daten bieten deswegen wertvolles Potenzial, um mein Produkt einzuschätzen, wie gut ist er gerade, was sind vielleicht Ideen, die man liefert, um es weiter zu verbessern und natürlich auch, was sind die Probleme, die man darüber teilt und die man gelöst haben möchte. Das sind vor allem Informationen, die im Bereich Software Engineering interessant sind für den sogenannten Product Manager oder Product Owner, weil sein Job ist es, um Bedarfe und Features zu identifizieren und die dementsprechend auch zu priorisieren. Und das macht man natürlich auch hauptsächlich auf Basis von belastbaren Zahlen. Und diese Daten kann man tatsächlich auswerten, um belastbare Zahlen zu kriegen. Darüber hinaus muss er eine Entscheidung treffen und diese auch dementsprechend dokumentieren, was man natürlich auch mit diesen Daten hinterlegen kann. Und die Umsetzung begleiten, was natürlich auch heißt, hat es geklappt, was ich jetzt eingeführt habe, ist das auch, was die Kunden erwartet haben. Das ist zentral auch, was für uns, für Requirement Engineering, wichtig ist. Und deswegen rede ich heute hauptsächlich über Requirement Engineering und weniger über Business Intelligence. Aber natürlich sind diese zwei Themen heute ganz klar miteinander verknüpft. Was wir mit unserem Team ausgearbeitet haben, ist diese Art von Vorgehensweise. Sie sehen vielleicht auch schon an den Pfeilen, dass es ein einigermaßen iterativen Vorgang ist. In der Mitte steht das Produkt oder die Dienstleistung. Das steht an der linken Seite in diesem blauen Box. Dieses Produkt oder Dienstleistung hat eine Crowd, also Annahme ist hier, dass das Produkt oder die Dienstleistung bereits am Markt ist. Und diese Crowd bietet auch schon Informationen, aber um sie noch mehr in Bewegung zu setzen, ist es auch möglich, um gewisse Motivierungsmechanismen wie auch Gamification einzusetzen. Daten, die wir von der Crowd erhalten können, kann man grob einteilen in einerseits Nutzungsdaten, also Sachen, die man observieren kann, wie oft klickt man auf irgendwas, wie lange ist der Verweildauer auf einem gewissen Interface, oder auch die textuellen Daten oder sprachliche Daten, die die teilen. Und daraus können natürlich auch gewisse Audioaufnahmen, zum Beispiel Telefonate entstehen, die kann man aber auch in Text umsetzen. Und deswegen reden wir eigentlich hauptsächlich über Usage Mining einerseits und Text Mining andererseits. Die Ergebnisse davon, von diesen zwei Mining-Aspekten, kann man wieder auch zusammenbringen und das Entwicklungsteam kann auf Basis diesen beiden Daten oder nur eine von den beiden auch Entscheidungen treffen über Anforderungen, die die hieraus gesammelt haben. Wie das genau geht, werde ich Ihnen gleich auch mehr im Detail zeigen. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass danach noch validiert wird, ob das, was man daraus verstanden hat, auch richtig ist. Auch das kann man mit der Crowd machen, darüber kann man aber auch herkömmlichere Verfahren machen, um Anforderungen zu validieren. Danach wird das implementiert und natürlich können Sie danach auch das Ergebnis davon prüfen, weil der Crowd wird darauf reagieren. Die werden sagen, das war toll oder das war nicht so, wie ich es mir erwartet habe. Oder auch, wir möchten mehr. Ein gutes Beispiel davon finde ich bei WhatsApp. Traditionell war das eine App, um zu tippen, um miteinander zu schreiben. Und dann kam die Frage, können wir nicht eventuell Sprachnachrichten verschicken? Das ging danach und dann hat man gesagt, ich würde aber auch gerne mit Personen telefonieren. Das wurde eingeführt und danach kam das Feedback, kann das auch mit mehreren Personen und dadurch entstanden die Möglichkeiten zu Gruppengesprächen. Dann hat man aber gesagt, ich würde aber auch gerne mit Video
mit anderen reden. Und zuerst wurde das dann für Einzelgespräche ermöglicht, später auch für komplette Gruppen. Und so sehen Sie, dass das Tool, was WhatsApp heißt, was eigentlich gemeint war als ein textuell basiertes Tool, später auch fast wie eine Art Skype geworden ist. Das alles wurde auch auf Basis von Nutzungs- und Nutzerdaten als Features hinzugefügt. So, diesen Ansatz haben wir schon bereits einigen Jahren am Markt und werden wir nicht nur anwenden für Smartphone-Apps. Das ist zwar ein sehr naheliegendes Beispiel, weil die Daten sind in großen Mengen verfügbar und auch die meiste Forschung geht in diese Richtung, aber wir haben es auch in anderen Domänen eingesetzt. Zu den ersten beiden, zu den Smartphone-Apps und Smart-Home-Produkte, werde ich am Ende auch noch zwei Beispiele geben, jeweils eins für eine. Und für die anderen beiden möchte ich ganz kurz erläutern. Also bei Enterprise Software geht es darum, wie mache ich das bei mir intern in der Firma? Und bei einer großen Firma haben wir zum Beispiel auch untersucht, wie kann die interne Suchmaschine verbessert werden, damit die Ergebnisse auch das bieten, was man erwartet. Und daraus haben wir dann auch Ansätze entwickelt, um während der Nutzung, das sogenannte in situ, das Feedback zu sammeln, damit wir auch wissen, was man davon gehalten hat. In der Medizintechnik kommen noch mal ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Hier geht es nämlich auch um Patientendatenschutz und in dem Fall musste man natürlich auch kreative Wege entwickeln, um mal herauszufinden, und das ist in der Vergangenheit eigentlich nie möglich gewesen, wie ist mein medizinisches Gerät in der Lage, die Bedürfnisse von den Endnutzern, also von Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal und von den Personen, die davon betroffen sind, also die Patienten, um die zu messen, um herauszufinden, findet man es komfortabel, was kann man da noch verbessern. Das gab es bis jetzt nicht. Meistens war diese Schnittstelle zwischen demjenigen, der einkauft, und der Anbieter von dem Produkt. Das hat uns auch dazu gebracht, dass wir wieder andere Quellen anzapfen müssen. Also da kommen überhaupt keine App-Store-Bewertungen mit rein. Und das heißt also, das Crowd-Based Requirements Engineering kann man einsetzen, um ihr Produktmanagement eigentlich zu bereichern. Nicht zu ersetzen mit neuen Techniken, sondern zu ergänzen mit einer Art kontinuierliches Verfahren, um einfach einzugewinnen, was die Nutzer von ihrem Produkt halten. Im klassischen Produktmanagement, da wird eigentlich im Bereich Requirements Engineering das eher so Market-Driven RA durchgeführt, und das heißt, punktuell führe ich Evaluationen durch. Ich schicke eine Befragung raus, ich veranstalte einen Workshop und ich führe zum Beispiel eine Marktstudie durch, vor allem an dem Punkt, wo eine wichtige Entscheidung ansteht. Nachteil davon ist natürlich, dass es nur eine Feststellung von dem Moment, an dem man das misst. Und es kann auch eine gewisse Verzerrung mit sich bringen. Wenn zum Beispiel gerade eben eine technologische Entwicklung reinkommt und Sie die Daten gesammelt haben, bevor das passiert ist, kann das sein, dass das nicht mehr die Aktualität entspricht. Deswegen, wenn Sie Daten sammeln von der Crowd und das zusätzlich auch als Input nehmen, haben Sie auch Daten, die die Nutzer nicht auf Anfrage von Ihnen senden, sondern die eher aus Eigenmotivation ihre Daten schicken oder eben auch es ihnen erlauben, ihre Daten auszuwerten. Und das heißt, manchmal kommen da auch Ideen und Wünsche hervor, ohne dass sie danach gefragt haben, aber wo mehrere Nutzer zu gleicher Zeit oder eben nur eine ganz gute Idee hat, die sie auch mitnehmen können. Vorteil davon ist natürlich, dass es kontinuierlich ist und dass sie das auch ständig auswerten können. Noch ein anderes Vorteil ist, wie bei den Marktstudien auch, dass sie auch Wettbewerbsprodukten auswerten können, weil die Daten stehen auch einfach online. Und das hat große Vorteile, indem man dadurch die Daten nochmal vergrößert und natürlich die Ideen, die man für sehr ähnliche Produkte teilt, dass sie vielleicht der Erste sind am Markt, die diese Ideen auch umgesetzt hat, was natürlich wieder einen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt. Dann fragen Sie sich vielleicht, okay, kann ich nicht die Daten selbst auswerten? Kann ich das nicht einfach mal so machen, dass ich einen Hilfsstudent hinsetze und das sich auswerten lasse? An sich geht das. An sich ist das möglich, es sei, Sie kommen über eine gewisse Grenze, die es einfach schier unmöglich macht, das alles manuell zu bewältigen. Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass es, weil es ein Mensch ist, der das liest, da auch eine Art Verzerrung
stattfinden kann. Zum Beispiel, ich kann an gewisse Themen denken, ich kann erwarten, dass gewisse Themen wichtiger sind und die dann auch eher sehen in den Texten als andere, die ich vielleicht übersehe, die aber vielleicht noch öfter genannt werden. Wir haben es mal erforscht. So haben wir eine manuelle Analyse und eine automatisierte Analyse gleichzeitig durchgeführt für die gleichen Daten. Und die Ergebnisse davon sehen Sie hier. Die blaue Linie oben, die dunkelblaue Linie, ist die Linie von der manuellen Auswertung und die hellblaue Linie von der automatisierten. Und Sie sehen, dass pro Bewertung oder pro Satz aus jeder Bewertung die Anzahl Zeit, die da drauf geht, viel schneller steigt. Wir haben das für diesen Datensatz gemacht, also für etwa 4000 Sätze. Und wenn wir das hochgerechnet haben, Annahme, dass es eine lineare Funktion ist, kann man sagen, dass wenn drei Personen, weil wir wissen bei ein oder zwei Personen nicht, wer recht hat, ist man bei ungefähr 2000 Bewertungen oder 13.000 Sätze wirklich an einer Grenze. Weil man kann nicht den ganzen Tag Bewertungen durchlesen. Man muss das in Sektionen von ungefähr eine Stunde machen, da muss man Pause machen, vielleicht macht man noch zwischendurch was anderes. Und so haben diese drei Personen in einem Monat, anderthalb Personenmonate Zeit verbracht. Haben sie dann mehr Bewertungen, und es kann natürlich sein, dass sie die aus verschiedenen Quellen holen, also bei 2000 pro Monat ist man schon an diese Grenze, dann müssten sie theoretisch drei andere Personen anstellen und kommt darüber hinaus noch den Aufwand, um diese Daten noch miteinander zu vergleichen. Deswegen, es gibt absolut eine Grenze an diese manuelle Analyse. Und dann ist natürlich noch die Frage, kann ich das dann verantworten? Wenn ich jetzt einen Personenmonat an Arbeit investiere in ein Tooling entwickeln oder aufsetzen, dann gewinnt sich das aber relativ schnell wieder zurück. Man sieht, dass hier diese Linie bei ungefähr 10.000 Sätze ist und das heißt bei unter 2.000 Bewertungen. Kostet das zwei Personenmonate, dann ist man vielleicht bei 4.000 Bewertungen. Und so können wir auch anbieten, dass wir unser Tooling dafür einsetzen. Das lässt sich relativ schnell einrichten. Es sei denn, da ist natürlich für Nutzungsdaten noch ein anderes Verfahren notwendig. Aber das Break-Even, das zahlt sich relativ schnell wieder zurück. Jetzt möchte ich eigentlich der Rest dieser Vortrag noch etwas mehr zeigen über, wie wertet man das genau aus? Also was für Verfahren verwendet man, um genau in diesen Nutzerfeedback einzusteigen. Beispiel werde ich natürlich auch wieder App Store Feedback nehmen, wie gesagt, weil es auch sehr viel erforscht ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, jeden Datensatz, egal aus was für Quelle. Und viele Quellen gibt es tatsächlich. Also neben App Stores, die Sie links oben sehen, sind es auch andere Quellen, die gewisse Plattformen bieten, wo man sich austauschen kann. Zum Beispiel YouTube, wo auch viele Produktbewertungen zu finden sind. Rechts oben sehen Sie auch andere Plattformen, wo Software beschrieben wird, wie zum Beispiel über GitHub, wo man auch über Foren miteinander gewisse technische Daten vor allem auswerten kann. Deswegen ist das auch eine sehr beliebte Quelle für entweder Forschung oder auch für Praktiker, die diese technischen Aspekte verstehen möchten. Nochmal, es geht nicht immer nur um Ihren Produkt, sondern auch um Wettbewerbsprodukte, die zum Beispiel dann Open Source sind. Und natürlich haben wir gewisse Kanäle für Social Media und Foren, die man natürlich auch abgreifen und auswerten kann. Das sind die öffentlichen Quellen. Was, wenn Sie ein internes System haben? Also diese gleiche Skalierung kann natürlich auch angewandt werden an Ihren eigenen internen Systemen. Je nachdem, wie groß Ihre Firma ist, haben Sie vielleicht selbst App- oder Webstores. Sie haben natürlich Systeme, wo E-Mails abgelegt sind, gewisse Telefontranskripte oder andere Daten. Dann haben Sie natürlich Ihre internen Systeme wie Issue-Tracking-Systeme, Content-Management-Systeme und natürlich auch interne Social Media. Auch das können Quellen sein, je nachdem, was für Produkte Sie analysieren wollen, die Sie anzapfen können. Wenn Sie denn jetzt diese Daten haben und ab diesem Punkt kann man eigentlich grob sagen, jede Sache, die wir in einem Datensatz gesammelt haben, wie geht man dann daran hervor? Sie haben gerade eben in den anderen Vortrag etwas gehört über Datenminimierung. Auch hier ist natürlich Datenschutz ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen das Erste, was wir eigentlich erreichen wollen, ist, wir wollen eigentlich keine personenbezogenen Daten in unserem Datensatz haben. Das ist nämlich nicht der Absicht, wofür wir diese Daten auswerten. Wir wollen nicht wissen, was in gewissen Personen
gemacht hat oder was seine Meinung ist, sondern was aus der Crowd an Feedback zurückkam. Natürlich hat das das Nachteil, dass wir dann nicht diesen Personen konkret wieder zurückfragen können, was die gemeint haben, aber das ist leider etwas, womit wir dann umgehen müssen. Gut, natürlich kann man auch diese personenbezogenen Daten stehen lassen, dann haben sie aber diese Pflicht, die Betroffenen zu informieren. Und wir haben uns mal analysiert und gesagt, nee, das ist eigentlich nicht der richtige Weg, weil das würde einen erheblichen Aufwand mit sich bringen, was es eigentlich sich nicht lohnt, um dann Daten automatisiert zu bewerten. Deswegen auf Basis von Erwägungsgrund 26 benutzen wir Ansätze, um diese Daten direkt zu anonymisieren. Dafür haben wir dann diesen Ansatz vorgeschlagen. Nachdem die Daten bei uns reinkommen, bevor wir da rangehen können, werden die anonymisiert. Das ist wichtig, weil selbst wenn ich Daten sammle und nicht auswerte, aber zum Beispiel zur Auswertung einer anderen Partei, zum Beispiel für eine Sentimentanalyse, weiterschicke, bin ich schon ein verarbeitender Partei. Und das heißt, ich muss die Betroffenen informieren, auch wenn ich selbst vielleicht die Daten mir nicht angeguckt habe. Das heißt, in einer Gesichtsumgebung, wo man auch technische und organisatorische Maßnahmen für einsetzen muss, damit man auch nicht da reinschauen darf, kann man die Anonymisierung durchführen und hat dann diese anonymisierte Daten, die man auswertet. Danach ist noch eine andere Art von Daten, die wir eigentlich nicht in unserem Datensatz haben. Das sind vor allem diese sogenannten Fakes, aber auch Redundanzen. Manchmal werden gewisse Bewertungen zweimal aus Versehen ins Netz gestellt und die brauchen wir natürlich auch nicht. Das kann man relativ leicht erkennen, diese Redundanzen. Bei diesen Fakes ist das eine schwierigere Geschichte, weil die werden zumeist von Personen geschrieben, die dafür bezahlt werden. Und das heißt, deswegen kann man nicht auf Basis von ein paar Heuristiken das automatisiert erkennen. Und was wir entdeckt haben, ist, wir haben klassisches Crowdsourcing verwendet, um auch mal einen Datensatz zu bewerten und zu entscheiden, ist diese Inhalt relevant oder irrelevant. Und wir haben gesehen, dass die Crowd unglaublich fähig war, um diese Fakes zu erkennen und die für uns rauszufiltern. Das heißt, wenn wir das verwenden, haben wir schon ein gutes Gefühl dabei, dass die meisten Fakes nicht mehr drin sind. Und das heißt, die Verzerrung, die eventuell so 5% ausmachen kann, dass wir die dann auch gelöst haben. Dann haben wir die zwei Aspekte, die wir nicht in den Daten haben wollen, haben wir raus. Jetzt haben wir noch Daten übrig, die wir gerne auswerten möchten. Und wie bei der Statistik auch, ist, dass man zuerst mal beschreibende Statistiken haben will. Was für Daten habe ich denn hier? Wie viele Daten habe ich? Wo kommen die Daten her? Was sind vielleicht Eigenschaften von den Personen, die das geschrieben haben? Im Groben, nicht personenbezogen. Und auch, was ist allgemein der Sentiment? Natürlich, gewisse Sachen davon sind zurückzuführen auf den 5-Sterne-Bewertungssystem, aber das ist nicht immer sehr klar miteinander zu koppeln, weil selbst negative Bewertungen sagen oft was Positives. Was ich jetzt dafür als Beispiel verwenden werde, ist unseres Dashboard, den sogenannten User Echo Service, einfach damit Sie sehen, wie sehen denn die Daten so aus und warum bewerten wir das zuerst? Weil Sie können auch fragen, ist das nicht einfach normales Social Media Analytics? Und die Antwort ist ja, effektiv ja, weil die machen auch beschreibende Statistiken, damit man ein Gefühl hat, was so zurückkommt von den Nutzern. Das hier ist so der Startseite, da haben wir dann gewisse Apps, die wir da heruntergeladen haben. Da sind übrigens auch noch ein paar andere Apps drin, die nicht von App Store sind. Und wenn ich zum Beispiel dann zu Slack gehe, kann ich hier sehen, wie viele Bewertungen ich habe, dass die Mehrheit von den Bewertungen von der Google Play Store kommen und dass Apple App Store ungefähr ein Drittel ausmacht, dass die meisten Bewertungen 5 Sterne sind, aber dass da auch eine Verteilung ist, noch weiter nach unten. Ganz unten sehen Sie auch eine Art Zeitleiste, damit Sie auch sehen, wie viele Bewertungen oder was das Sentiment war von den Bewertungen. Später gehen wir da noch tiefer auf ein. Jetzt auf jeden Fall noch spannend zu sehen ist auch, dass wenn man einfach mal auf Basis von den Stichwörtern ein Wordcloud erstellt, hat man natürlich auch ein gutes Gefühl, was sind denn so die Themen, worüber man redet. Und bei Slack, das ist auch eine Art Kommunikationstool, da ist ein Wort wie App sehr gut zu erwarten, ein Wort wie Slack natürlich auch. Aber was ich interessant finde, ist das Wort Notification, das leicht links von der Mitte steht. Darüber werden wir gleich auch noch was mehr reden. Weil was wir sehen ist, wenn wir auf nur Notification klicken, dass da auch über Zeit
eine Verschiebung stattfindet. Erstmal, am Anfang hat man kaum über Notifications geredet, dann irgendwann fing das an und man macht das weiterhin. Das ist spannend. Und zweitens sehen Sie unten auch, dass die Sterneverteilung auch eine negative Tendenz hat. Und das können wir natürlich auch noch vertiefen, um zu verstehen, was ist denn los mit den Notifications. Wenn wir das dann über klassische Sentimentanalyse auswerten, dann kann man auch sehen, okay, insbesondere für die Apple App Store ist die Bewertung immer negativer. Das heißt, wahrscheinlich haben vor allem iOS-Benutzer ein Problem mit irgendwelchen Nachrichten. Und wenn man das nochmal weiter vertieft, kann man tatsächlich auch lesen, dass da gewisse Notifications überhaupt nicht erscheinen und man dadurch auch wichtige Kontaktaufnahmen von ihren Kollegen vermisst. Darüber hinaus gucken wir an unserer Seite nicht nur nach den 5-Sterne-Bewertungen oder auch nach den Sentimentsanalysen, die einfach nur eine Zahl berechnen von was ein Satz an positiv und negativ in sich hat, sondern wir haben auch eine sogenannte Emoji-Poll, wo wir schon seit Jahren einige Tausenden an Menschen befragt haben aus verschiedenen Nationalitäten, um zu verstehen, wie werden gewisse Emojis wahrgenommen. Sind sie positiv, sind sie negativ, sind sie je nach Kontext auch abhängig und kann man das nicht immer pauschal sagen, aber muss das in Verbindung bringen mit der Rest vom Text? Oder auch gibt es Emotionen, die oder gibt es Emojis, die eigentlich keine Emotionen übertragen oder nur selten, wie zum Beispiel gewisse Zahlen oder Formen? Und wenn wir diese Auswertung machen, sieht man zum Beispiel hier bei Slack auch, dass man in der Regel sehr positiv ist. Und was hier zum Beispiel interessant ist, dass hier wenig Wut ist. Also man ist nicht böse auf die App, manchmal nur traurig oder enttäuscht. Das heißt, anhand dieser einfachen Analysen haben wir schon einen guten Einblick bekommen über was so die vorherrschenden Themen sind und was die Sachen sind, die die Nutzer am wichtigsten ist. Was aber auch der Fall ist, ist, dass wir in den Nutzerbasis wahrscheinlich Menschen haben, die kreative neue Ideen haben, die natürlich über so Verfahren nicht direkt auftauchen. Darüber hinaus wollen wir vielleicht auch noch differenzieren nach verschiedenen Kategorien. Und dafür braucht man dann noch eher analytische Aspekte, wie zum Beispiel, dass man Algorithmen verwendet, wie maschinelles Lernen, um herauszufinden, worüber redet man und wie wird das wahrgenommen. Dafür haben wir auch einen Ansatz, und das ist eigentlich der Hauptteil von unserem Beitrag, sowohl forschungstechnisch als auch in der Industrie. Und das ist, dass wir diese Verfahren verwenden, um herauszufinden, was könnte relevant sein aus der Perspektive von Requirements Engineering oder eben auch Business Intelligence natürlich, und das dementsprechend dann zu klassifizieren. Wir haben, das sehen Sie rechts in der Folie, auch eine Taxonomie erstellt von allen Klassifikationen, die bis jetzt verwendet wurden, um einfach zu verstehen, in was für Kategorien man das einsortiert. Und das Vorteil natürlich davon ist, dass man mehrere Perspektiven einnehmen kann, zusätzlich noch mit den Aspekten, die ich gerade eben schon erwähnt habe, mit Emotionen. Und wie das jetzt konkret geht, einfach ein Beispiel, eine sehr praktische Art von Einordnung ist, dass man sucht nach positive, negative und beantragende Sätze und die für das Requirement Engineering einteilt in funktionale Aspekte, Qualitätsaspekte, wie zum Beispiel die Usability oder die Performance, oder auch generelle Aussagen. Zum Beispiel eine generelle positive Aussage ist tolle App. Ein Beispiel für eine positive Aussage zu einer Funktion ist zum Beispiel endlich eine App, die in der Lage ist, Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Dann geht es hier konkret um diese Umgebungsgeräusche. Der Autor, wie Sie sehen, haben wir bewusst dann gehidet. Das ist übrigens ein nicht echtes Beispiel. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Features sind natürlich die Aspekte, die Sie als Ihren eigenen Flaggenschiff einfach verwenden. Gewisse Features sind vielleicht besser oder anders wie bei den anderen. Deswegen wird auch ganz oft nach Feature Requests gesucht, aber dazu möchte ich ganz klar sagen, dass das ist nur eigentlich ein Bruchteil von allem, was wir in diesen Datensätzen finden. Vielmehr sagt man, wie gut irgendwas funktioniert. Und so kommen wir zu Qualitäten. Beispielsweise in diesen Bewertungen lesen wir langsame App, das hat was mit der Performance zu tun, umständliches Interface, das ist natürlich schlechte Usability, unterbricht oft die Musik und fordert eine zu kaufte Pro-Version auf und das hat vielleicht eher wieder mit dem Service zu tun von der App.
Und so kann man das unterteilen und natürlich auch die Qualitäten nochmal wieder in kleinere Teile unterbrechen. Im Requirements Engineering haben wir gesehen, dass vor allem bis jetzt diese klassische maschinelle Lernansätze wie zum Beispiel Naive Bayes verwendet wurden. Denn von den 43 Papers, die wir untersucht haben, Sie sehen übrigens immer die Quellen auch von unseren Forschungsarbeit, das ist die große Mehrheit von allem, was gemacht wurde. In den letzten Jahren, insbesondere im letzten Jahr, ist auch das Deep Learning mehr dazu gekommen. Und insbesondere haben wir gesehen, auch persönlich, dass BERT jetzt weit die herkömmlichen Ansätze vorbeigestrebt ist und deswegen auch ein sehr guter Ansatz ist, um die Daten jetzt auszuwerten. Das war nicht immer so. Also wir haben in der Vergangenheit auch schon Papers gesehen, die das versucht haben. Deren Ergebnisse waren aber meistens eher mittelmäßig. Natürlich gibt es auch andere Ansätze. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir auch das klassische Crowdsourcing verwendet haben. Das wird aber nicht oft gemacht. Das kostet natürlich auch wiederum Geld. Und auch andere Sachen wie Taxonomien oder Named Entity Recognition werden manchmal auch eingesetzt. Aber nochmal, das ist nicht ein großer Teil der Arbeit. Einfach als Beispiel, das kommt aus unserer neuesten Forschung, ist noch nicht veröffentlicht, das Deep Learning, was wir jetzt mit BERT durchgeführt haben, haben wir sogar gesehen, dass wenn wir das vergleichen zu diesem klassischen Crowdsourcing, was wir gemacht haben, dass dieser maschinelle Ansatz sogar besser ist, weil er eben konsistenter ist in der Einordnung, als Crowdworkers, also Personen, die wir online bezahlt haben, um gewisse Sätze in gewisse Kategorien einzuordnen. Die haben auch eine Art kurzes Learning, was die gemacht haben. Die haben kurz gelernt, wie sie anhand von welchen Heuristiken was einzuordnen haben. Das maschinelle Lernen basiert sich natürlich auf den Datensätzen, die denen vorliegen. Und was bei den Deep Learning Ansätzen sehr interessant ist, ist, dass die selbst mit sehr niedrigen Mengen an Daten schon sehr gute Ergebnisse erreichen können. Damit sind wir wirklich jetzt gerade bei der State of the Art. Wenn wir das angewandt haben, dann haben wir natürlich diese Kategorien. Und jetzt können wir zum Beispiel hier oben sehen, dass es positive und negative Aspekte gibt, grün und rot, zu gewissen Qualitäten, zu gewissen Funktionen. Und wenn man da dann wieder darauf klickt, dann können wir natürlich auch wirklich bis zur Satzebene uns das anschauen. Also wenn wir hier jetzt sagen, wir gehen zu die Kompatibilität, dann sehen wir, wie oft über Zeit wurde das verwandt. Wir sehen auch im Wortcloud von Wörtern, die am meisten damit zusammenhängen, sehen Sie auch hier wiederum das Wort Notification. Und hier können wir auch sehen, welche einzelnen Sätze aus gewissen Bewertungen das Thema auch angesprochen haben. Damit ich, wenn ich wirklich verstehen möchte, was in den Daten drin ist, dass ich die auch wirklich auf Satzebene mir anschauen kann. Dann haben wir eigentlich alles gehabt. Wenn es Ihnen wirklich wichtig ist, um wirklich alle letzte Tropfen von dem Datensatz ausgequetscht zu haben, dann ist es auch noch möglich, dass das System sagt, hier habe ich noch eine Teilmenge an Daten, die ich nicht klassifizieren konnte oder wo ich mir nicht sicher bin. Und das kann man natürlich auch dann auswerten vom Hand oder auch über die Crowd, damit Sie absolut alles von den Daten analysiert haben. Aber ich würde sagen, wenn Sie die einfache und algorithmische Analysen miteinander verbinden, wie wir das auch machen in unserer User Echo Service, dann ist das schon ein sehr guter und großer Gewinn und benutzen Sie diese Daten, die Ihnen vorhanden sind, auch sehr effektiv. Wie versprochen, ich würde Ihnen noch zwei Erfahrungen aus der Industrie teilen. Erstens haben wir bei der DBK eine Analyse gemacht über ihren vorhandenen App DBK-Leistung, wo man gewisse Belege einreichen kann bei der DBK. Die Frage der DBK war, wir würden jetzt eine Neuentwicklung durchführen, was hält man von unserer App? Was findet man gut und sollten wir absolut beibehalten? Was finden Sie nicht gut und sollten wir anpassen? Damit wir diese Neuentwicklung einfach auch mit einer sehr guten Basis starten können. Daraus sind ganz interessante Ergebnisse gekommen, aber wirklich das Haupterkenntnis war, wir haben innerhalb von, man kann sagen, Stunden, höchstens zwei Personentagen Lesen von den Ergebnissen einen genauso guten Eindruck bekommen von der App als Personen, die schon seit Monaten in dem Projekt drin sind. Vorteil ist auch, dass wir belastbar sagen konnten, so viele Personen haben zu einem gewissen Thema geredet und
Dadurch hat man auch gesehen, dass bei den Teammitgliedern eine Diskrepanz war, weil die dachten, dass man vielleicht viel mehr über gewisse Themen redet, die kaum erwähnt wurden. Und andererseits, dass gewisse Themen genannt wurden, die ja, man mal gehört hatte, aber nicht gedacht hatte, dass das so einen hohen Stellenwert bei den Nutzern hat. Das andere Thema ist beim Smart Home Produkt. Auch da hatten wir eine Anfrage gekriegt, ob wir für die Weiterentwicklung von dem Produkt eine Analyse machen konnten. Und das Spannende daran war, dass wir nicht viele Daten vorhanden hatten von dem Produkt selber. Deswegen mussten wir kreativ werden im Sinne, dass wir geguckt haben, was sagt man denn zu anderen Produkten in diesem Markt oder auch in Produkten aus vergleichbaren Ecken vom Smart Home Bereich. Bei Smart Home Geräten geht es natürlich eher darum, dass man sowohl Apps hat als auch das Produkt selber, was ein Hardware-Produkt ist. Und bei Hardware-Produkten hat man doch die Neigung, um mehr dazu zu schreiben, mehr dazu zu sagen. Deswegen konnten wir daraus auch viele gute Bewertungen kriegen, die viel mehr Informationen geben wie in einzelnen Bewertungen in einer App Store. Weil das sind meistens 2-3 Sätze. Hier hatten wir manchmal 3-4 Seiten. Was wir zuerst gemacht haben, ist geschaut, wo findet man Daten aus dem Netz zu diesen Produkten. Und vor allem in YouTube und in Amazon gab es dazu Bewertungen. Die Menge, die Sie hier sehen, sind vielleicht nicht so groß wie die 2000, die ich gerade eben bei den Nutzerfeedbacks genannt habe. Aber hier geht es tatsächlich auch darum, dass es viele längere Texte waren, wo auch interessante Punkte daraus mehr episodisch beschrieben wurden. Was wir hieraus ziehen konnten, ist, dass der Markt von diesem Smart Home Produkt nicht gut ausgereift war. Und das hat natürlich auch eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, dann werde ich jetzt wieder Vorreiter, indem ich mein Produkt schneller auf den Markt bringe wie meine Wettbewerber. Wir haben auch einen sehr guten Einblick in diese Domäne erhalten. Und am Ende hatten wir 12 sehr klare Empfehlungen für diese Firma, was sie machen können, um einfach weiter voranzukommen. Unser Partner hat da gesagt, CrowdAI ist wie das Öffnen einer Tür zu zusätzlichen Einblicken in die Kunden. Auch hier sehen Sie, es kommt wirklich von den Endnutzern, von denjenigen, die damit jeden Tag oder auf jeden Fall häufig arbeiten und die einen guten Eindruck bekommen haben von ihrem Produkt. So, Fazit, weil jetzt bin ich am Ende gekommen. Was ich heute gezeigt habe, ist, dass wir einen Ansatz haben, das sich Crowd-Based Requirements Engineering nennt. Dieses kann Ihnen bei Ihrem Produktmanagement helfen, um kontinuierlich Ihre Daten auszuwerten. Das läuft so, dass man das in verschiedenen Aspekten macht, damit man keine Daten hat, die man nicht braucht oder wo man datenschutzrechtlich sich eigentlich von distanzieren möchte und wo man aus verschiedenen Perspektiven die Daten betrachten kann und das natürlich auch sehr praktisch unterstützen lassen kann von einem Dashboard. Damit bin ich am Ende gekommen von meinem Vortrag. Ich hoffe, Sie sind hierdurch etwas schlauer geworden. Sie haben hierdurch hoffentlich auch ein paar neue Einblicke gewonnen in sowohl Ihrem eigenen Produkt als auch in der Arbeit, die wir hier zu machen. Und ich hoffe, dass das Ihnen auch inspiriert hatte, um zu überlegen, was kann ich mit diesen Daten machen in meiner Praxis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.